Ja, mein Name ist Angela Grosse. Ich darf Sie heute durch diesen Workshop 2, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße, führen. Wir sollen uns mit Alternativen zum Generalverdacht befassen. Den Begriff hat heute Morgen ja bereits Professor Bellinger hinlänglich definiert. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York taucht, so wie Anschläge in der westlichen Welt passieren, geradezu reflexartig der Appell nach mehr Sicherheit auf und die Forderung nach Vorratsdatenspeicherung erlebt immer wieder eine Renaissance. Das haben die Redner heute Morgen sehr deutlich herausgearbeitet. Doch schon mit den vorhandenen personenbezogenen Daten, über die die Behörden verfügen, sind Diskriminierungen als Folge eines Generalverdachtes durchaus möglich. Dabei warnte schon der US-Staatsmann und Schriftsteller Benjamin Franklin vor gut 300 Jahren: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Damit uns dieses Schicksal nicht ereilt, wollen wir in den kommenden nunmehr 80 Minuten sowie in einer zweiten Sitzung am Nachmittag darüber diskutieren, wie alle, die sich in diesem Land aufhalten, auch in diesem Land in Sicherheit und Freiheit leben können. Ich freue mich sehr, Ihnen eine Liste von gleich 6 Experten präsentieren zu dürfen. Und entgegen aller Gewohnheit beginne ich auch mit den Herren. Dafür hat die Grünen-Abgeordnete und Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sie wurde gerade gewählt, herzlichen Glückwunsch, Frau Möller, als erste Referentin gleich das Wort. Diese Experten, das verspreche ich Ihnen, haben es in sich. Und ich vermute, jeder von Ihnen könnte ein Podium bestreiten. Es wird also die große Kunst sein, dass Sie miteinander streiten. Herr Professor Dr. Jonas Grützpalk müsste eigentlich schon 2 Leben gelebt haben. Sie haben gleich 3 akademische Fächer studiert, nämlich Politikwissenschaften, kommen Sie gerne nach vorne, Soziologie und vergleichende Religionswissenschaften, und zwar in Münster, Oxford und Bonn. Und Sie sprechen 6 Sprachen. Neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Arabisch. Sie haben als Referent für Verfassungsschutz durch Aufklärung im Innenministerium in Brandenburg auch die Verwaltung in sicherheitsrelevanten Bereichen kennengelernt und waren bzw. sind an Hochschulen tätig. Heute arbeiten Sie als Professor für Soziologie und Politikwissenschaften an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Bielefeld. Dort bilden Sie auch Polizisten aus und Sie sagen: Ein Erkennungsmerkmal moderner Sicherheitsbehörden ist, dass sie Daten erheben, auswerten und sammeln. Sie werden uns nachher die Fragen beantworten: Über welches Wissen verfügt die Polizei bei einem konkreten Einsatz und welche Wissensquellen stehen Ihnen zur Verfügung? Ich habe das eben im Vorgespräch schon gesagt, was Sie mir sofort sympathisch gemacht hat, ist, dass Sie Mitglied im Förderverein des Museums für Naturkunde in Berlin sind. Ich bin Biologin, um das als Hintergrund auch zu meiner Person kurz zu sagen, und Evolutionsbiologen lieben dieses Museum. Die Verfolgung der Angehörigen von Rockervereinigungen unter den Schlagworten niedrigschwelliges Eingreifen und Null-Toleranz-Strategie sowie das hierin angelegte Aufweichen individueller Verantwortung führen in die falsche Richtung. So lautet eine der Thesen von Herrn Dr. Florian Albrecht und Herrn Dr. Frank Braun, die ich beide recht herzlich willkommen heiße. Sie werden uns die Problematik des Kampfes der Polizei um die Rockerkutten schildern und zeigen, welche Folgen ein Generalverdacht nach sich zieht und wie ein rechtskonformes Verhalten aussehen kann. Herr Dr. Albrecht ist Experte für Vereinsrecht, der studierte Jurist und Major AD, der in Heidelberg, Graz und Frankfurt den ersten Teil und am Landgericht Darmstadt den zweiten Teil seiner Ausbildung absolvierte, ist Herausgeber und Autor des 2014 im renommierten Beck Verlag erschienenen Kommentars zum Vereinsgesetz. Auch er ist offenbar ein neugieriger und wissbegieriger Mensch. Er setzte nämlich gleich noch ein paar Studien drauf. Er studierte Kriminologie und Polizeiwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und absolvierte dann im Fernstudium, es reicht ja nicht, eine Ausbildung zum Steuerstrafrecht und einen Fachanwaltskurs zum Strafrecht. Wie gesagt, die Herren haben es in sich. Nachdem er 2007 bis 2009 als Syndikusanwalt bei einer Strabag SE, einer Beratungsgesellschaft für Konzernrecht, gearbeitet hat, wandte er sich nun den Hochschulen zu. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und ist gegenwärtig akademischer Rat an der Universität Passau. Schön, dass Sie den weiten Weg zu uns gefunden haben.
Sein Artikel zum Kuttenverbot brachte ihm wüste Beschimpfungen ein. Schätze, der Autor bekommt zu viel Frischluft auf seiner Harley, war eine davon und zeigt, wie emotional dieses Thema besetzt ist. Auch Herr Dr. Frank Braun, der Rechts- und Verwaltungswissenschaften in Passau und Speyer studiert hat, wirkte mehrere Jahre an der Universität Passau und ist Experte für Sicherheits- und Internetrecht. Wie wichtig das ist, haben wir gerade erfahren. Seit 2010 lehrt der Regierungsdirektor an der Fachhochschule der öffentlichen Verwaltung NRW am Standort Münster, also in dem tiefschwarzen Münster, wie wir Hamburger sagen, Staats- und Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Polizeirecht. Dabei interessiert ihn auch, ob und wie Polizei und Sicherheitsgewerbe kooperieren können, dürfen, sollen. Auch sein Artikel »Polizei auf Abwägen, Bekämpfung der Rockerkriminalität« führte zu intensiven Debatten, die zeigen, wie hoch emotional dieses Thema ist und die uns auch bestimmt heute noch bewegen werden. Heftige Auseinandersetzung gibt es bereits um den Einsatz von Polizei bei Fußballspielen. Zunächst um die Frage, wer finanziert den überhaupt? Auch ein Thema, was alle erregt. Doch wir haben bereits heute Morgen gehört, es geht auch um die Frage der polizeilichen Verbundpartei Gewalttätersport, wie unsere beiden Experten Professor Dr. Thomas Feltes und Dr. Andreas Ruch zu berichten wissen. Die beiden vom Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaften, wobei ich zugeben muss, obwohl ich lange in den Wissenschaften aktiv bin, war mir der Begriff Polizeiwissenschaften bis zu dieser Veranstaltung unbekannt. Sie sehen, wie viele Defizite es noch gibt und es ist gut, dass es diesen Kongress gibt. An der Ruhr-Universität Bochum werden uns die Diskussion um diese Datei und die Folgen der Kategorisierung von Personen als Gewalttäter aufzeigen. Professor Thomas Feltes verfügt über herausragende Erfahrungen in der internationalen und nationalen Reorganisation der Polizei, der Strafjustiz und der öffentlichen Verwaltung sowie in der Polizeiausbildung. Er wirkt unter anderem als Experte für den Europarat, die OSZE, den Vereinten Nationen, fungiert als Berater für die Ausbildung von Polizisten nicht nur in europäischen Ländern. So arbeitete er in Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, China, Ungarn, Kosovo, Kirgisistan, Russland, Slowenien und Südafrika. Man könnte auch sagen, er ist ein Reisekader in Sachen Polizeiwissenschaften. Konsequenterweise ist seine Homepage dann auch auf Englisch. Thomas Feltes hat an der Universität Bielefeld in Rechtswissenschaften promoviert und erwarb dort auch seinen Abschluss in den Sozialwissenschaften. Nach Stationen in Bielefeld, Hamburg, Heidelberg, Tübingen sowie im Ausland ist er nun auch an der RUB. An seinem Lehrstuhl war Dr. Andreas Ruch nach Abschluss seines Jurastudiums wissenschaftlicher Mitarbeiter. 2010 promovierte er, und zwar mit einer kriminologischen Arbeit zum Sexualstrafrecht. Sein zweites juristisches Staatsexamen legte er 2012 vor dem Landesjustizprüfungsamt Düsseldorf ab und ist seit 2013 nun akademischer Rat am Lehrstuhl für Kriminologie an der RUB. Er will, so steht es jedenfalls in Ihrer Vita, auch noch eine Habilitation schreiben, stimmt das? Gut, also Sie wollen richtiger Professor werden. Also, Kriminologie erscheint wirklich eine spannende Wissenschaft zu sein, die sehr ausbaufähig ist, weit über das hinaus, was wir von CSI allabendlich im Fernsehen erleben können. Bevor diese Experten das Wort ergreifen, haben Sie, geehrte Bürgerschaftsabgeordnete Anke Möller, das Wort. Sie sind jetzt gut 20 Jahre Mitglied in der hamburgischen Bürgerschaft. Ja, Sie sind beständig, das ist auch grün, das ist eben nachhaltig, denke ich mir. Seit 10 Jahren sind Sie innenpolitische Sprecherin Ihrer Fraktion und haben als Mitglied in der Härtefallkommission und im Eingabenausschuss, und ich sage Ihnen, das ist viel Arbeit, in den vergangenen Jahren vielfältige Erfahrungen mit der Hamburger Innen- und Polizeipolitik gesammelt. Sie waren von 1997 bis 2001 unter der rot-grünen Landesregierung Fraktionsvorsitzende, von 2008 bis 2010 unter der schwarz-grünen Landesregierung stellvertretende Fraktionsvorsitzende und sind jetzt, wie eben schon gesagt, erneut zur Vizepräsidentin der hamburgischen Bürgerschaft gewählt worden. Frau Abgeordnete, was bewegt Sie, was bewegt die Grünen bei diesem Thema Generalverdacht? Ja, was bewegt die Grünen beim Thema Generalverdacht? Vielen Dank für die Anmoderation, vielen Dank auch für
Stichwort Nachhaltigkeit, das gefällt mir natürlich. Wir haben ja sogar eine noch kompliziertere Arbeitsaufgabe in diesem Workshop. Wir sollen ja Alternativen zum Generalverdacht auch finden oder besprechen. Was uns politisch beim Generalverdacht natürlich als erstes bewegt, ist im Grunde das, was Herr Professor Belliner zum Schluss gesagt hat. Es gibt erst einen Generalverdacht bezogen auf den Ort, dann werden Daten gesammelt und dann gibt es den Generalverdacht auf die Personen, die dort erfasst worden sind. Und das beste Beispiel, was wir hier heute nicht ausführlich diskutieren können, aber was sozusagen nachhaltig sicherlich auch wissenschaftlich begleitet wird, so wie ich das sehe, sitzen da eine Menge Menschen dran und versuchen die nachhaltige wissenschaftliche Aufarbeitung dieses bundesweit größten Gefahrengebietes, was wir im letzten Jahr im Januar in Hamburg hatten. Dort gab es ja auch eine sehr abweichende Situation von dem, was wir vorhin gehört haben. Es gab weder das Thema großer auffälliger BTM-Straffälligkeit, noch ist das ein Quartier gewesen, was sich durch eine gehäufte Ansammlung von Menschen, die sozusagen im öffentlichen Raum ein bestimmtes Bild, was man haben möchte, stören. Es waren auch keine Menschen mit geringer Beschwerdemacht, sondern es waren sehr virulente, politisch aktive Menschen, die in diesem Quartieren gelebt haben. Sie sind sozusagen zu Tausenden öffentlich gegen diesen Generalverdacht aufgetreten und haben sich vorher und auch nachher ausgezeichnet durch sehr viel Kreativität im öffentlichen Raum sich zu bewegen, ihren Protest, der sich wohlgemerkt überhaupt nicht gegen polizeiliches Handeln zuerst geäußert hat, sondern vor allem gegen bestimmte städtebauliche Projekte, gegen bestimmte sozialpolitische Arbeit des Senats. Dieser Generalverdacht, der dort über diese drei großen Wohngebiete ausgesprochen wurde, hat, und das kann man nachsehen, es gab dann auf parlamentarischen Druck eine öffentliche Auswertung, auch eine polizeiinterne und eine Auswertung des Datenschutzbeauftragten. Gucken Sie sich's an, ist hochspannend. Worauf ich hinaus will, ist auf das, was passiert eigentlich mit den Leuten, die tatsächlich durch die Polizei angehalten worden sind. Diese Daten nur des Anhaltevorgangs werden in Hamburg 3 Monate gespeichert. Gab es einen Platzverweis, egal wie begründet, gab es eine Speicherung von Daten bis zu 3 Monaten. Für ein Aufenthaltsverbot, auch aus unterschiedlichen Gründen, definiert 3 Monate Speicherung. Wurde eine Ordnungswidrigkeit festgestellt, 3 Jahre Datenspeicherung. Gab es eine Beschuldigung einer Straftat, 5 Jahre Datenspeicherung. Und an dem Punkt, jetzt wiederhole ich es nochmal, bleibt natürlich einerseits ein gespeicherter Datensatz, von dem man nicht weiß, wohin er geht. Es gibt da ja Begriffe wie suchfähige Speicherung. Es gibt über 130 Dateien, die die hamburgische Polizei füttert mit unterschiedlichsten Daten. Unklar ist, was damit gemacht werden darf, wohin führt es. Bei der Gewalttäter-Sportdatei kann man es, glaube ich, am besten noch beschreiben, wohin führt eine Speicherung. Hier weiß man es eigentlich kaum. Für die Auswertung, ob es überhaupt eine Auswertung gibt, weiß man auch nicht viel. Ich glaube, das Entscheidende aus der politischen Sicht, aus der parlamentarischen Sicht, ist, dass wir zu einer Einklagbarkeit von dem, was mit den Daten passiert und wo sie sind, kommen müssen. Das meine ich gar nicht im juristischen Sinn, das meine ich durchaus auch im politischen, gesellschaftlichen Sinn, dass Transparenz darüber hergestellt werden muss, wann und aus welchem Anlass und wo bleiben die Daten, erfolgt die Speicherung. Weil gerade, ich bin sozusagen bei dem Feld hängen geblieben, weil wir hier Menschen haben, die werden sich alle weiterhin entweder in dem Quartier oder bei den von mir
kurz beschriebenen kreativen Maßnahmen weiter in dieser Stadt bewegen. Und sie tun es auch. Und wir stellen jetzt schon fest, dass es auffällig häufige Kontrollen gibt, normenverdeutlichende Gespräche, Gefährderansprachen. Mir ist der Begriff dafür egal, aber es ist da ein Kontakt entstanden, lediglich aufgrund eines Generalverdachtes hin zu einem, also einen Generalverdacht über den Ort gelegt und nun auf einzelne mehrere tausend Menschen bezogen. Das finde ich politisch eine fatale Entwicklung, aber eine Alternative, die hoffe ich, dass wir sie uns hier erarbeiten. Ja, herzlichen Dank. Ich nehme mal dies hin, das wird, glaube ich, sowieso besser klar. Ist das an? Ja, jetzt, danke. Ich bin ein Handmensch-Mikro. Sie dürfen, wenn Sie antworten, immer in die Mitte drücken und dann soll es an sein. Ja, genau. Schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Möller. Ja, die Sache mit der Alternative wollen wir uns vor allen Dingen für den Nachmittag vornehmen. Ich glaube, wir brauchen dann auch die Mittagspause, um über den Input der Experten nochmal nachzudenken und dann konkret, wie man so schön sagt, Butter bei die Fische zu bringen. Wie sich Generalverdacht auswirkt, möchte ich nochmal in einem kurzen Beispiel erläutern, das aus dem Stadtstaat Bremen kommt. Sie werden wissen, dass dort kürzlich eine Standarduntersuchung stattfand, nicht weil der Werder Bremen besser spielte als der HSV, sondern weil man den Verdacht hatte, dass es Attentate geben könnte. Die katholischen Nachrichten schreiben darüber: Als sie wieder in ihr Auto steigen wollten, waren plötzlich 6 Maschinengewehre auf sie gerichtet. Die Familie passte offenbar zufällig in ein Fahndungsraster der Polizei, die wegen islamistischer Terrordrohung in erhöhter Alarmbereitschaft gewesen war. Die Polizei suchte nach einem französischen Mercedes-Lieferwagen mit französischem Kennzeichen und genau mit so einem Gefährt war die Familie unterwegs gewesen. Der Wagen gehörte aber gar nicht dieser Familie, sondern dem Bruder, der in Frankreich lebte. Hanna, der Verhaftete, erläuterte gegenüber dem NDR: Wir hatten alle Papiere dabei. Sowohl am Spiegel als auch am Zündschlüssel hängen Kreuze. Wir sind Christen, haben mit dem Islamismus nichts zu tun. Wir sprachen sogar die Sprache Jesus. Hanna wurde während des Polizeigewahrsams kein Kontakt mit seinem Anwalt erlaubt. Die Bremer Polizei prüft die Vorwürfe. Herr Professor Grotzweig, Sie erforschen, was die Polizei weiß oder wissen kann. Wusste die Polizei es wirklich nicht besser bei diesem Einsatz? Das weiß ich nicht. Welche Wissensquellen stehen Ihnen denn zur Verfügung, um nicht sich selber eine solche Falle zu stellen? Was weiß die Polizei? Vielleicht berichte ich mal kurz von meinem Forschungsprojekt, um so ein bisschen klarer zu machen, was ich überhaupt sagen kann. Ich schaue mir an, wie der Wach- und Wechseldienst in Duisburg und Bielefeld Informationen verarbeitet, also wie Informationen weitergegeben werden, wie aus der Meldestelle Informationen eben auch an den Streifenwagen kommen und was die Streifenbeamten dann machen mit diesen Informationen. Und da kann ich Ihnen was zu erzählen, also welches Wissen da zur Verfügung steht. Ich kann nicht über die Polizei im Allgemeinen sprechen. Die Polizei ist ein unglaublich komplizierter Körperschaft, wenn man sich vorstellt, allein in Nordrhein-Westfalen sind es 45.000 Beamte. Das ist ein Stadtteil von Hamburg, ja, da jetzt zu sagen, wie sind die in St. Pauli drauf, kann man nicht sagen. Das ist so, das sind sehr, sehr unterschiedliche Leute, so auch bei der Polizei. Ich habe mich mit dem Wach- und Wechseldienst beschäftigt und da gibt es schon vor mir sehr spannende Forschung dazu. Eine Kollege aus Hannover-Schmünden hat mal Polizeibeamte im Wach- und Wechseldienst gefragt, woher sie eigentlich Sachen wissen. Und die sagten, die sollten so schätzen, zu wie viel Prozent das ungefähr ist. Und die sagten, zu über 40% weiß ich Dinge aus Erfahrung. Zu ungefähr 25% weiß ich Dinge aus Erzählungen. Und zu knapp über 20% weiß ich Dinge, weil ich sie irgendwo in der Ausbildung, in der Fortbildung gelernt habe. Das finde ich als Einstieg schon eine ganz interessante Information. Denn in der Tat, was ich so beobachten konnte, ist, dass unglaublich viel mit Erfahrungswissen gearbeitet wird. Also das Polizeibeamte im Einsatz, im Dienst
auf ein Erfahrungswissen zurückgreifen. So, ich will das jetzt nicht zu lang machen. Noch eine andere Geschichte, die mir auch wichtig ist. Ich glaube, oder was mir bei der Beobachtung, ich bin halt wirklich mitgefahren. Also ich habe so teilnehmende Beobachtung gemacht und war mehrere Tage mit denen unterwegs und auch Nächte vor allen Dingen. Was, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Nachtschichten mitgemacht hat. Es ist ein Albtraum, die ganze Zeit wach zu bleiben. Das finde ich wahnsinnig, wie die das hinkriegen. So viel Kaffee habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Und ja, sollte man auch nicht. Aber ich fand da interessant, was mir vorher gar nicht so klar war, ist, Polizisten wissen eigentlich wahnsinnig wenig. Sie fahren zu einem Einsatz und haben eigentlich wirklich kaum ein Wissen von dem, was da passiert. Die werden gerufen. Ganz konkrete Geschichte, wir sind eine Straße lang gefahren, wir kamen gerade von einem Verkehrsunfall mit einem verunglückten Toten. Die waren noch vorne, die beiden Polizisten waren noch damit beschäftigt, unterhielten sich noch drüber und ich sah dann jemanden auf dem Grünstreifen liegen. Sah nicht gesund aus und ich sagte dann, vielleicht sollten Sie mal gucken. Und die haben dann gedreht und dann sind wir da hingefahren und haben die Dame, die da lag, angesprochen. Das war helllichter Tag, lag da vor einer Tankstelle in Duisburg. Es gibt echt schönere Orte, als vor einer Tankstelle in Duisburg auf dem Grünstreifen zu liegen. Und jetzt lasse ich Sie mal raten, was war das wohl? Ja, hatte die ein Messer im Rücken? Hatte die Liebeskummer? Wollte die sich gerade umbringen? Man wusste es vorher nicht, man wusste es hinterher nicht. Die ist empört aufgesprungen, hat gesagt, ihr scheiß Bullen, lasst mich in Ruhe und ist gegangen. Aber und in der Situation ist mir klar geworden, Polizisten wissen verdammt wenig. Ja, die stehen in einer Situation und wissen überhaupt nicht, was ist das jetzt? Wollen die mich jetzt umbringen oder wollen die mich auslachen? Das hat mich sehr beeindruckt, dass dieses Wissen. So, aber Sie hatten jetzt natürlich deutlich konkreter gefragt, was wissen die Leute? Sie wissen erstmal das, was Sie von der Leitstelle gemeldet bekommen. Die Leitstelle ist die Einheit, die einen Anruf entgegennimmt. Sagen Sie, bei Ihnen ist eingebrochen worden und Sie rufen da jetzt an bei der Leitstelle und japsen nach Luft und sagen, Loch in der Wand, hier fehlen Gegenstände. So, die Leitstelle übersetzt das Ganze jetzt in Einbruch. Ja, und übersetzt, also da findet schon die erste Übersetzung statt. Also Ihr hektisches Gejapse, Hilfe, Hilfe, jetzt irgendwas passiert, wird übersetzt in einen Rechtsbegriff, nämlich Einbruch. Dieser Rechtsbegriff wird dann weitergegeben an den Einsatz, der angelegt wird, nämlich eine Polizeistreife, die dann losfährt und dann eben guckt, was ist bei diesem Einbruch passiert. Unterwegs rufen die dann häufig bei der Leitstelle an und sagen, könnt ihr uns noch mehr sagen? Wer ist der Anrufer? Was ist genau passiert? Ja, also das ist so zum Thema Wissen, ist das erstmal eine stark mündliche Kommunikation. Das fand ich also sehr, sehr interessant. In dem Augenblick wird auch noch nicht, überhaupt nicht auf Datenbestände zurückgegriffen, sondern überhaupt erstmal auf Kommunikation. Fand ich also auch sehr interessant, wie das läuft. Ich könnte noch tonnenweise was erzählen. Sie sagten ja schon, wir könnten jeder ein Podium beschreiben. Ich habe so ein bisschen Angst, dass meine Kollegen hier nicht zu Wort kommen, deswegen reiße ich mich hier so ein bisschen zusammen. Das lassen wir es erstmal dabei. Also im Einstieg, welche Wissensquellen hat man zuerst einmal? Ist es Erfahrung und Kommunikation mit der Leitstelle? Und die weiteren Fragen kommen ja gleich und da antworte ich dann weiter drauf. Ja, also das ist jetzt der Einstieg. Aber kann man jetzt nicht rückfragen oder kann man während eines Einsatzes nicht auf Daten, auf andere Quellen zurückgreifen, als auf die Wahrnehmung eines Menschen, der am Telefon was hört von mir? Genau. So, und jetzt kommen wir zu den Daten. Ich hatte auf die zweite Frage gewartet, weil ich, das hatten wir im Vorfeld abgesprochen, dass es drei Fragen gibt und das ist jetzt die Antwort auf die zweite Frage. So ist es. Die Möglichkeit, jetzt Informationen zu bekommen, ist unter anderem, dass man ein System anruft oder anklickt, das POLAS heißt in Nordrhein-Westfalen. Und das ist hier auch schon angesprochen worden. Jedes Bundesland hat da wirklich auch ein eigenes System. Viele haben POLAS, aber nicht alle. Und das ist schon ein Teil des Problems, wenn man jetzt so behördenübergreifende Informationen angeht. Bei POLAS kann man gucken, ist jemand vorbestraft zum Beispiel oder gibt es über den polizeilich relevante Informationen, ist er zum Beispiel gewalttätig oder wird jemand per Haftbefehl gesucht. Da könnte man dann schon mal Informationen bekommen, wenn es jetzt um zum Beispiel eine Verkehrskontrolle geht und man hat da jemanden Verdächtigen. Also jetzt tun wir den Einbruch mal zur Seite und jetzt nehmen wir eine Verkehrskontrolle und dann wäre das eine Information, die man über POLAS abrufen kann. Das bedeutet also, der Streifenbeamte lässt sich den Ausweis geben des Menschen, den er angehalten hat, ruft über Funk jetzt die Leitstelle, fragt, was ist das für ein Mensch, kennen wir etwas davon? Und meistens ist die Antwort, das ist übrigens soziologisch auch interessant, ist die Antwort negativ. Negativ bedeutet, wir haben keinen Datensatz über den.
auch interessant die Formulierung, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ne? Wir haben nichts über den, wie schade. Quasi, ne? Also bei den Beobachtungen, wo ich dabei war, war es meistens negativ. Das war dann also die Feststellung und damit war dann auch die Untersuchung erstmal abgeschlossen. So, dann jetzt wieder mal zum Einbruch. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Einbrecher haben das Badewannenwasser laufen lassen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass man guckt, wem gehört das Haus, damit man jetzt größere Schäden durch eine Überschwemmung zum Beispiel verhindert. Dazu kann die Polizei tatsächlich auf Grundbuchdaten zurückgreifen. Das ist aber eine eigene Datei, die muss extra geöffnet werden. Bei der Leitstelle haben die mir eine Liste mit 15 Passwörtern gezeigt für verschiedene Datensysteme, in die dann jeweils individuell eingegriffen werden muss und jeweils die einzeln aufgerufen werden müssen. Einige von diesen Datensystemen brauchen bis zu 20 Minuten, bis sie laufen. Das ist auch sehr faszinierend. Also das mit der Dresine da nicht untertrieben. Also hier ist tatsächlich teilweise ein Computerstand, der ist beeindruckend. Nun haben wir, also negativ ist übrigens in der Medizin auch ein Begriff, ja? Negativer Befund, heißt, Sie sind gesund. Kann man aber diese Quellen, Wissensquellen auch nutzen, um so einen Einsatz, also wie jetzt zum Beispiel Bremen, der kam ja nicht überraschend, da hat ja nicht jemand angerufen, der war ja geplant, um den vorzubereiten oder gibt es da keine Möglichkeit, sich gezielter vorzubereiten, als loszufahren und sagen, okay, französisches Kennzeichen? Das gibt es, natürlich gibt es die Möglichkeit, das ist allerdings, und da bin ich noch nicht gewesen, also mein Forschungsaufenthalt muss noch fortgesetzt werden und zwar in den Stab. Der Stab hat Zugang zu, das ist die koordinierende Stelle, die haben Zugang zu solchen Systemen. In Nordrhein-Westfalen ist das jetzt seit neuestem CASE, heißt das. Wenn ich jetzt nicht so aufgeregt wäre, würde ich jetzt problemlos das hier in meinen Unterlagen wiederfinden. Aber ich zittere jetzt gerade, deswegen finde ich es jetzt gerade. Doch, das finden Sie ganz ruhig, ganz entspannt. Das sind alles nette Menschen hier, ehrlich. Ja, ich weiß. Ich habe da schon geguckt vorher, die sind alle nett. Aufregung ist etwas Universelles. Aber CASE ist tatsächlich in der Lage, Daten miteinander zu verbinden. Also zum Beispiel Daten über Mitgliedschaft in organisierter Kriminalität, mit Personendaten, mit Wohndaten und ähnliches mehr, Kfz-Daten, die können da tatsächlich in diesem System auch übereinander gelegt werden. Und die könnten dann auch für eine Vorbereitung so eines Einsatzes genutzt werden? Genau. Die dürfen also dann auch abgerufen werden in so einer Phase? Das können die machen, das machen die dann auch, aber das ist dann nicht mehr die Leitstelle, es ist auch nicht mehr der einzelne Beamte, der das macht, sondern das ist eine Stabsaufgabe, also das ist eine Führungsaufgabe. Und dann, wenn dieses Wissen da ist, wie kommt das an den einzelnen Beamten zurück? Wissen Sie das? Meistens in Form eines, das ist auch faszinierend, der Einsatzbefehl. Also Polizisten erfahren über das, was in einem Einsatz, wenn das ein längerer von längerer Hand geplanter Einsatz ist, meistens durch einen Einsatzbefehl. Das ist auch ganz interessant. Die werden, ich hätte das nicht gedacht, die sind oft sehr, sehr lang durchformuliert. Grund der Maßnahme, was man da erreichen möchte. Das ist oft seitenlang durchformuliert und mich hat das erstaunt, dass Leute, die bei mir im Studium nie längere Texte lesen wollen, plötzlich so einen Einsatzbefehl wirklich ganz durchlesen. Das fand ich echt faszinierend. Da war ich immer so ein bisschen beleidigt, weil ich so dachte, warum macht er das mit meinen Texten nicht auch? Also das fand ich beeindruckend, wie sehr diese Texte auch wahrgenommen werden. Und da stehen eben auch teilweise diese Informationen drin, zumindest in der Begründung, warum dieser Einsatz angelegt. Okay, also wir lernen, Praxisnähe bringt im Studium die Studierenden zum Lernen. Absolut, ja. Wir wechseln das Thema, das wird uns heute noch zweimal passieren. Mafia und Rockerbanden sind in Deutschland auf dem Vormarsch, schreibt die Welt am 1. Oktober des vergangenen Jahres und beruft sich Barber dabei auf das Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität 2013, das Bundesinnenminister Thomas de Maizière, seines Zeichens Mitglied der CDU, und der Präsident des Bundeskriminalamtes, damals Jörg Zierke, vorgestellt hatten. Ist diese Einschätzung falsch, Herr Albrecht? Also zur Mafia kann ich mich jetzt nicht konkret äußern, weil mir da der Szene-Einblick fehlt. Zu den Rockervereinen, da habe ich ein bisschen engeren Szene-Einblick erhalten in den letzten Jahren. Muss man erstmal vorbemerken, dass dieses Bundeslagebild organisierte Kriminalität, das hat ja einen gewissen Zweck und das wird ja auch von der Institution, von dem Bundeskriminalamt nämlich erstellt. Und deswegen muss man also erstmal, wenn man seine Aussagen auf solche Zahlenmaterialien stützt, das kritisch hinterfragen, wo kommen die denn her? Das Bundeskriminalamt fasst also in diesem Bundeslagebild die an das Bundeskriminalamt gemeldeten Verfahren der Länder zusammen, die sich mit organisierter Kriminalität
befassen oder wo also gegen potenzielle Täter aus dem Bereich organisierte Kriminalität ermittelt werden. Was aber organisierte Kriminalität ist, da gibt es unterschiedliche Definitionen, die alle sehr weitreichend sind und die für denjenigen, der die Einordnung organisierte Kriminalität vornimmt, eine ganz erhebliche Definitionsmacht mit sich bringen. Das heißt also, wenn Täter miteinander kommunizieren, wenn sie äußern, es geht uns darum, dass wir hier irgendwie welche Machtposition vielleicht ausbauen, was auch eine finanzielle Macht sein kann, die also bei vielen Straftaten eine Rolle spielt, kann man schnell im Bereich organisierte Kriminalität landen und wird dann also an das Bundeskriminalamt gemeldet. Die Aussage, dass man gemeldet wurde, ist aber für uns, die sich mit der Frage befassen wollen, ist Kriminalität auf dem Vormarsch, eine äußerst geringe, weil sie eigentlich nur besagt, dass die Polizei tätig ist und dass sie ermittelt, ob letzten Endes jemand kriminell ist oder zur organisierten Kriminalität in der einen oder anderen Hinsicht gehört, das können nur unsere Gerichte feststellen. Im Bundeslagebild organisierte Kriminalität wird aber letzten Endes über die Verurteilung oder über den Ausgang dieser Ermittlungsverfahren überhaupt nichts gesagt. Und somit haben wir ein grundlegendes Problem. Das ist erstmal nur eine Arbeitsstatistik der Landesbehörden und des Bundeskriminalamts, was sie denn machen. Ob das letzten Endes kriminell ist, was da analysiert wurde, das steht da nicht drin. Und mit so einer Statistik verfolgt natürlich auch das Bundeskriminalamt gewisse Zwecke. Nämlich einmal geht es darum, dass man natürlich Mittel für seine Tätigkeit benötigt, dass man auch nach meinem Verständnis gewisse Ängste schüren möchte, weil so organisierte Kriminalität, das klingt erstmal bedrohlich. Man kann da also alles drunter fassen, was einem jetzt erstmal als missbillig erscheint. Also auch gesellschaftliche Randgruppen können ganz schnell gezielt als organisiert Kriminelle eingestuft werden und so birgt also so eine Statistik auch ein ganz erhebliches Machtpotenzial. Dass jetzt also Rockergruppen als organisiert Kriminelle auf dem Vormarsch sind, das kann ich so nicht nachvollziehen. Zum einen stellt sich immer die Frage, sind das denn organisiert Kriminelle, nur weil sie sich in Vereinen organisieren? Und zum anderen, was sind denn auch Rocker? Also bin ich jetzt Rocker, wenn ich Mitglied in einem der bekannten, also bundesweit bekannten Motorradclubs bin? Bin ich schon Rocker, wenn ich Unterstützer dieser Gruppierung bin? Bin ich vielleicht Rocker, wenn ich einen auffälligen Lebensstil pflege und eine Harley Davidson fahre und vielleicht anecke? Also man muss sich immer die Frage stellen, wie kommt man dann überhaupt da rein? Also was die Rocker sind, ob das organisierte Kriminelle sind, kann nach meinem Verständnis dieses Lagebild organisierte Kriminalität nicht sagen. Was es aber aussagt, ist, dass wir haben da eine geringe Zunahme von 32 Ermittlungsverfahren in diesem Jahr im Vergleich zu knapp unter 30 im vergangenen Jahr. Bei um die 10.000 Personen, die etwa dem Bereich Rockervereine in der Bundesrepublik Deutschland zugerechnet werden. Also sagt es aus, selbst wenn man davon ausgeht, dass alle, die vom Bundeskriminalamt als organisiert Kriminelle in Verfahren geführt werden, auch nach rechtlichem Verständnis kriminell sind, ist das eigentlich eine relativ geringe Anzahl von Personen, die da letzten Endes belastet sind. 32 Verfahren bei um die 10.000 Mitgliedern bundesweit, das ist eine Schätzung von der Polizei, nicht von mir, dann stellt sich also die Frage, ob eine Schwerpunktbildung in dem Bereich Rockerkriminalität tatsächlich angemessen und sinnvoll ist. Herr Dr. Braun, Sie haben das ja noch schärfer formuliert. Sie haben gesagt, Polizei auf Abwägen, Bekämpfung der Rockerkriminalität. So lautet die Überschrift über Ihren Artikel. Was hat Sie dazu veranlasst, dass gleich, Sie haben Herr Albrecht hat gesagt, es ist vielleicht sind nicht so sinnvoll, dort einen Schwerpunkt zu bilden. Sie sagen gleich, es ist auf Abwägen. Ja, und zwar deshalb Polizei auf Abwägen, denn wenn man sich jetzt mal die Bekämpfungsstrategien gegen die in Anführungszeichen Rockerkriminalität ansieht und sich damit mal näher befasst, da sage ich jetzt noch gar nichts zu diesen abwegigen Kuttenverboten, dann ist diese Bekämpfungsstrategie, stammt aus dem Jahr 2010 circa, die ist natürlich Verschlusssache nicht bekannt, die wurde allerdings geleakt im Internet, jeder kann die noch finden. Ich habe selten so etwas Abstruses gelesen, was da in der Innenministerkonferenz beschlossen wurde. Man muss nicht mal stark zwischen den Zeilen lesen, letztendlich sind diese Bekämpfungsstrategien, man hat
politisch, daraus lese ich eine politische Instrumentalisierung der Polizei heraus, eine Auflösung rechtsstaatlicher Bindungen aus den Kuttenverboten, die dann nachfolgend kamen. Es werden auch im Anschluss an den Kuttenverboten gezielt Erfolge in der Bekämpfung der Kriminalität suggeriert, die so überhaupt nicht bestehen. Eine gezielte Beeinflussung der Medien soll durch die Sicherheitsbehörden erfolgen. Das ist für mich grotesk abwegig. Es sollen neue Sprachregelungen von der Polizei gefunden werden und in die Gesellschaft über die Medien getragen werden. Man stellt sich mal vor, allein der, was als Anlass dieser Bekämpfungsstrategien, das taucht in dem Papier aus, auf ein sehr bedauerlicher Vorfall. Da hat ein Mitglied einer sogenannten 1%er-Gruppierung einen Polizeibeamten erschossen, getötet. Der hat durch die Tür geschossen, als ein Polizeieinsatz stattfindet. Ein SEK-Beamten, der die Tür aufbrechen wollte zum Zweck einer Wohnungsdurchsuchung. Allerdings, das wird dann auch thematisiert und ich denke, das ist auch so eine Art Anlass für diese Bekämpfungsstrategie mit gewesen. Nur, man muss natürlich eins berücksichtigen, dass halt der betroffene Rocker, der den armen Polizeibeamten erschossen hat, dass der freigesprochen wurde vom Bundesgerichtshof wegen Notwehr. Es war ein Fall der Putativnotwehr. In Polizeikreisen war es natürlich ein dramatisches Urteil des Bundesgerichtshofs. Man darf aber nicht vergessen, dass sich Polizeibeamte ja auch auf Fälle der Putativnotwehr berufen können. Dass man das in so einer Bekämpfungsstrategie dann überhaupt erwähnt, ja, es ist ja ein Freispruch, hat erfolgt. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil übrigens auch deutlich anklingen lassen, dass vielleicht der Polizeieinsatz, ja, auch nicht optimal koordiniert wurde. Ja, wenn man zu nachtschlafender Zeit sich nicht als Polizei zu erkennen gibt und die Wohnungstür aufbricht und dann wird da durchgeschossen. Ja, man wird die Einsatzleitung, man hätte vielleicht den Einsatz auch mal aufarbeiten können besser. Da habe ich nichts mitbekommen. Das Zweite ist, es gibt einen eigenen Punkt in dieser Bekämpfungsstrategie. Dieser Punkt heißt Medienarbeit, ein eigenes Kapitel. Das soll die Polizei, also die gehen wohl davon aus in der Innenministerkonferenz, dass ein positives Bild in der Gesellschaft über die Rocker-Gruppierungen bestünde. Ich habe von diesem positiven Bild nicht viel mitgekommen. Es gibt eine amerikanische Fernsehserie, na gut, aber sonst eigentlich wenig. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Rocker positiv wahrgenommen werden in der Gesellschaft. Dann soll die Polizei, das kann doch nicht Auftrag der Polizei sein, dazu beitragen, dass diese Rocker-Gruppierungen entmythologisiert werden. Ja, das heißt, die sollen kriminalisiert werden stärker. Und diese Entmythologisierung soll durch polizeiliche Pressearbeit erfolgen. Und dann steht da in diesem Papier drin, und zwar anlassunabhängige, also auch anlassunabhängige Pressearbeit. Das heißt, in der Presse soll ein schlechtes Bild auch von den Rocker-Gruppierungen gezeichnet werden. Ich denke, das ist in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gelungen, wenn man die Boulevardzeitungen nimmt. Ja, also immer diese martialischen Fotos, natürlich tragen die Rocker natürlich auch selbst bei, Waisenknaben sind das nicht. Aber es kann nicht Aufgabe der Polizei sein, über die Medien das Sicherheitsempfinden der Bürger zu beeinflussen. Ja? Und die Rockerkriminalität wird ja jetzt auch ganz anders wahrgenommen in der Bevölkerung als noch vorher. Bei dramatisch niedrigen Steigerungsquoten, wie der Florian ja gerade erwähnt hat. Dann steht noch ein Satz drin, weil man da, vielleicht kann ich da den Bogen zu Ihnen, zu dir fassen, Jonas. Über die Medien steht, woher bekommen Polizeibeamten die Informationen, nicht über Aus- und Fortbildung, da steht da drin, über die Medien sollen dann auch die Polizeibeamten informiert werden über die Rockerkriminalität. Ja, also das wird von oben, soll die Polizei die Medien steuern und der einfache Wachmann oder Schutzpolizist soll sich dann ein Bild aus den, wahres Bild aus den Medien machen können. Ja, also es ist nicht Aufgabe der Sicherheitsbehörden, irgendwas zu entmythologisieren, irgendwie Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, Kriminalitätsängste schüren und deshalb sind wir auch beim Generalverdacht. Ich bin jetzt kein Freund der Hells Angels und der Bandidos, das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir sind jetzt hier in einem Bereich von Polizeistrategie, den ich eigentlich für überwunden gehalten hätte. Wir sind jetzt so, Polizei hält ja eigentlich, und das finde ich auch richtig, zu einem Gutteil Informationen an die Presse zurück, um nicht unnötige Kriminalitätsängste zu schüren. Und bei den Rockern soll aber
offensiv informiert werden und Kriminalitätsängste geschürt werden. Und es ist ja richtig, dass zum Teil Informationen zurückgehalten werden, um keine Kriminalitätsängste zu schüren. Wie zum Beispiel, das Wort traut man sich ja nicht mehr benutzen. Es ist auch richtig so, das Wort Ausländerkriminalität. Ja, gab es ja auch die Diskussion in der Taz und Ähnliches, soll man überhaupt noch erwähnen bei Kriminalitätsberichterstattung, dass ein Ausländer beteiligt war oder ein Mitbürger oder eine Mitbürgerin mit Migrationshintergrund. Ja? Ich finde, das ist nicht erforderlich. So, aber hier wird dann gezielt bei irgendwelchen Delikten, es ist ja völlig egal, welche Delikte, wird immer erwähnt, Rocker, Hells Angels, Bandidos. Und dass die Polizei natürlich da hier ein großes Spiel hat, ja, durch Information Kriminalitätsängste zu schüren, ist natürlich klar. Wenn Sie mal überlegen, wenn Sie diese Berichterstattung lesen, irgendeine Razzia bei irgendeinem Club, was wurde aufgefunden? Drogen, verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz. Wenn kein Bild dabei ist bei dieser Berichterstattung, können Sie eigentlich davon ausgehen, das sind 20 Gramm Marihuana und irgendwie ein Butterfly-Messer. Ja, denn wenn Sie irgendwelche großartige Waffen gefunden haben, dann haben wir ein großes Bild dabei, einen Tisch vollgeräumt mit den Waffen. Ja, und ich finde es eigentlich dramatisch und die Kuttenverbote werden Sie ja wohl noch ansprechen. So funktioniert Polizeiarbeit nicht und ich bin ja auch in der Polizeiausbildung beschäftigt. Und man merkt schon was von Sprachregelung. Ich habe einen Vortrag gehalten in einer Fortbildungsveranstaltung zu den Kuttenverboten. Und das Thema der Fortbildungsveranstaltung, das hieß halt Rockerbanden. Ja, auch dieser Sprachgebrauch, der wird allerdings auch gewünscht in dieser Strategiepapier, dass man jetzt nicht mal mehr von Kriminalität spricht, sondern von Banden. Das ist meines Erachtens zu viel. Sehr engagierter Beitrag, sehr klar. Also, Herr Dr. Braun, ich habe trotzdem eine Nachfrage, sehr spontan, nämlich, warum lässt die Polizei das mit sich machen? Die sind doch nicht blöd. Ja, warum lässt die Polizei das mit sich machen? Es ist ja so, ich will ja die Polizei, ich habe ja mit vielen Polizeibeamten gesprochen, die halten ja gar nichts davon, sage ich jetzt mal, der kleine Schutzmann von der Straße. Das ist natürlich klar, wenn ich einen Polizeieinsatz habe, bin Polizeibeamter und es werden 200 Fahrzeuge kontrolliert, weil da irgendwie so eine Rockerparty ist, die feiern da ihr Chapter, 10-jähriges Bestehen und dann werden eine ganze Hundertschaft Polizeibeamter abgestellt, die kontrollieren die, ob die falsche Jacke anhaben. Es geht ja nur um das Kuttenverbot. Da geht natürlich keiner nach Hause und sagt, es war ein toller Tag, ich habe die Kriminalität bekämpft, ich habe geguckt, ob da hinten ein Totenkopf auf der Jacke ist oder ob nichts draufsteht. Das wissen die Polizeibeamten auch. Aber man darf ja nicht unterschätzen, dass Polizei ja auch eine politische Angelegenheit ist. Ja? Wer da was werden will, der muss sich ja auch mit Innenministerium und so weiter mal da gut stehen. Ja? Und es ist so, ich finde das sehr schade, dass Polizei, ich kann jetzt nur für Nordrhein-Westfalen sprechen, sehr stark von den Innenministerien beeinflusst wird, auch in politischer Hinsicht. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, es hat jetzt nichts mit, also bei den Kuttenverboten ist es natürlich ein Paradebeispiel, aber ich nenne ein anderes Beispiel, das der Herr Münch angesprochen hat, die Einbruchskriminalität. Ja? Und das ist ein typischer Fall, wie die Polizei politisch instrumentalisiert wird, damit Erfolge gemeldet werden können. In Nordrhein-Westfalen großes Problem, die Einbruchskriminalität mit die schlechtesten Aufklärungsquoten im Bundesgebiet. Jetzt gibt es in Nordrhein-Westfalen sogenannte Fahndungstage. Da fahren wir wild, da werden alle mobilisiert, alle Polizeibeamten sind auf der Straße und kontrollieren wild. Ja? Das wird natürlich gehypt in der Presse, immer so, wir tun was, natürlich immer mit Foto vom Innenminister auf der gleichen Seite. Und dann ist es, was tun die denn? Und dann muss ich natürlich, wenn ich so einen Fahndungstag habe, muss ich natürlich am nächsten Tag ja auch Erfolge aufweisen in der Zeitung. Ja, das kann man jetzt nicht offen kommunizieren, unter uns kann ich das sagen, aber wie das dann, das ist jetzt es ist ein Livestream hier. Also. Ja gut, aber ich sage Ihnen, wie das dann läuft. Sag's nur mal. Also, aber das ist natürlich nicht so von oben gesteuert, aber wie die Erfolge aufgewiesen werden, ist doch auch klar. Da wird kontrolliert, man braucht Erfolge. Und da wird schon Wochen vorher, wenn der Fahndungstag ansteht, da werden Haftbefehle gesammelt und die werden gezielt an diesem Tag vollstreckt. Ja?
Und die hätte man sowieso vollstreckt, aber die werden halt gezielt an dem einen Tag vollstreckt, die Haftbefehle, und dann habe ich natürlich einen Erfolg, ja, den ich dann politisch verkaufen kann. Es läuft halt so. Das zum Thema Ernüchterung. Kommen wir mal auf die Verfolgungsstrategie zurück, Herr Albrecht. Wieso wird weicht dieses Vorgehen gegenüber den Rockern die individuelle Verantwortung auf? Also was passiert da eigentlich? Ja, also der Frank hat es ja schon angesprochen. Also das Ganze ist eigentlich schon ein Jahrzehnte andauernder, ich sag mal, Konflikt zwischen Mitgliedern von Rockervereinen und der Polizei, worauf der letzten Endes zurückzuführen ist. Das erschließt sich mir nicht. Das Ganze wurde jetzt eben durch diese Bekämpfungsstrategie mit dem genannten Anlass toter SEK-Beamter im Jahr 2010 nochmal aufgekocht und hat jetzt ihren Gipfel darin gefunden, dass man im letzten Jahr, also alles unter dem Gesichtspunkt, wir bekämpfen hier organisierte Kriminalität, dass man sich im letzten Jahr ein Urteil vom OLG Hamburg zu eigen gemacht hat, das im Sommer gefällt wurde. Und mit diesem Urteil hat das OLG Hamburg gegen OVG Koblenz, gegen Oberstes Bayerisches Landgericht, gegen OLG Celle, gegen Landgericht Berlin, gegen Landgericht Werden und gegen ganz viele andere Gerichte die Auffassung vertreten, dass also die Mitglieder von Rockervereinen das Zeigen ihrer Rockerwappen, also ihrer Vereinswappen, untersagt werden kann, wenn aus einer Bewegung, also zum Beispiel Banditos, Hells Angels, Gremium oder was es da auch alles gibt, gibt es ja ganz viele, wenn also aus dieser Bewegung ein Verein im Bundesgebiet verboten wurde. Also die haben gesagt, in Hamburg, wenn ein Verein im Bundesgebiet verboten wurde, darf kein anderer Verein, also auch die sich nachweislich rechtstreu verhalten, mehr sein Vereinswappen in der Öffentlichkeit zeigen. Und diese, ich sag mal, juristische Mindermeinung, also wenn ein Anwalt sowas folgen würde, würde man sagen, das ist ein Haftungsfall und der kann gleich mal die Rechtsschutzversicherung informieren. Die wurde also genutzt auf der Innenministerkonferenz, um also die Kriminalitätsbekämpfung zu intensivieren. Also man betreibt jetzt organisierte Kriminalitätsbekämpfung, indem man Kleidungsstücke kontrolliert und also Mitgliedern von Rockervereinen ihre Jacken abnimmt. Was man dabei nicht berücksichtigt ist, also Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt also erstmal vielleicht so 5, 6 große Gruppierungen in Deutschland, die aus jeweils so 50 bis 100 einzelnen Vereinen bestehen, die also auch einzelständig organisiert sind und noch ganz viele kleine Rockervereine. Und die sind also je nach Intensität des Landes, in Bremen gibt es sogar einen Erlass, da steht drin, dass auch das Wort Bremen nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt werden darf, weil mal ein Bremer Ableger des Mongols MC verboten wurde. Also alles, was mit Bremen auf Jacken steht, soll aus dem Verkehr gezogen werden, weil es eine mögliche Straftat ist. Also diese Verbote richten sich also je nach Landesbesonderheiten gegen wenige Vereine, gegen viele Vereine, gegen also einzelne Gruppierungen oder auch gegen alle Gruppierungen, die diesen Rockern zugerechnet werden, unabhängig davon, ob jetzt eben die Mitglieder Straftaten begangen haben oder ob eben diese Vereine Straftaten begangen haben. Und wenn Sie sich zum Beispiel einen Club nehmen, also den bekanntesten wie den Hells Angels Motorradclub, die haben unter 10 verbotene Vereine in Deutschland, die seit 83 verboten wurden, haben aber momentan noch 60 oder 70 legale Vereine, die man also nicht verboten hat und wo natürlich auch einzelne Mitglieder mal Straftaten begehen, aber auch in meiner Vorlesung Studenten begehen Straftaten. Und diese Mitglieder werden jetzt also alle unter den Druck der Strafverfolgung gepresst, indem man sagt, ihr dürft eure Vereinsjacken nicht mehr anziehen oder eure Vereinswappen nicht mehr tragen. Und das Ganze wird uns also dann als Maßnahme zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität verkauft. Dadurch wird natürlich jede individuelle Verantwortung aufgehoben, weil es nicht mehr darum geht, ist ein Verein in einem kriminellen Bereich tätig, sind Mitglieder tätig, sondern man muss nur noch zugehöriger sein zu so einer Rockergruppierung und ist dann eben sofort einer Strafverfolgungsmaßnahme ausgesetzt. Das heißt, da greift der Generalverdacht sofort, so wie ich sozusagen in diesem Verein eintrete, ja, der stehe sofort. Ich unter Generalverdacht, selbst wenn ich nur mal mit der Harley zum Blümchenpflücken fahren möchte. Man muss das auch mal in der ganzen Dramatik schildern. Also es läuft nicht nur so, dass man dann also strafverfolgt wird, sondern die Polizei ist auch beauftragt, also wieder bundeslandabhängig,
im Familienbereich, bei Vermietern, bei Arbeitgebern anzurufen und mal nachzufragen, ob die wissen, dass man potenzieller Straftäter ist, auch Vertragspartner mal zu kontaktieren und zu informieren, dass sie es mit potenziellen Straftätern zu tun haben. Ich kenne auch Fälle, dass also ein Mitglied aus einem Rockerverein in der Zeitung abgebildet war, da wurde dann also sofort, weil er zwei Hunde hat, wurde also dann sofort die Steuerbehörde informiert, ob der denn seine Hundesteuer bezahlt. Und also das geht einfach in eine Richtung, wo man nicht mehr nach der individuellen Verantwortung fragt, hat jemand Straftaten begangen? Und selbstverständlich fordern wir auch, dass Straftaten bekämpft werden und dass jeder eine Straftat begeht, dass der auch entsprechend verfolgt wird. Aber wer sich rechtstreu verhält, der muss eben in Ruhe gelassen werden. Und das Gleiche wäre, wie wenn ich jetzt sagen würde, weil im BKA wurde jemand mit Kinderpornografie erwischt, also müssen wir jetzt bei allen BKA-Beamten annehmen, dass die Kinderpornografie konsumieren. Also, das wünsche ich da auch niemandem und so muss man auch da eine Grenze ziehen. Und das ist natürlich das mediale Standing von Rockervereinen ein schlechtes ist, das ist auch klar, aber das ist auch maßgeblich mit auf die Wirkmechanismen, die dahinter stecken, zurückzuführen. Herr Dr. Braun, Sie möchten noch was ergänzen? Man muss ja eins sagen, das ist ja gar keine Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Da geht es um die Ahndung von Nebenstrafrecht nach dem Vereinsgesetz, was jetzt so eine Orchideenentscheidung des OLG Hamburgs stützt und sonst nichts. Und das geht ja nicht um die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das wird natürlich suggeriert, wenn jetzt Rockereinsätze medial begleitet werden und die nehmen denen die Jacken weg oder sagen, ihr dürft keine Jacken mehr anziehen, dann ist ja damit die Kriminalität nicht bekämpft. Die Vereinigungen sind nach wie vor legal, die machen die gleichen Geschäfte, da ändert sich nichts, außer sie dürfen die Jacken nicht mehr anziehen. Und ich habe da mal einen schönen Leserbrief gelesen, hat mal einer geschrieben, ja, wenn die wirklich so kriminell sind, ja, ich meine, wenn man die mit der Mafia, wie im BKA gemacht, in einen Topf wirft. Na, wenn die Cosa Nostra jetzt Jacken tragen würde mit der Aufschrift Mafia, dann würde ja wohl auch keiner verbieten. Das heißt, wenn die Rocker das tatsächlich machen würden, dann würde ja auch, wäre der einzige Erfolg, dass Kriminalität nicht mehr sichtbar wäre, wenn man das Kriminalitätspotenzial unterstellen würde. Die dürfen die Jacken nicht mehr anziehen und sonst nichts. Und wenn er eine Jacke anhat, macht er sich strafbar. So. Und sonst, das ist der ganze Zauber mit dem Kuttenverbot. Und es wird als Erfolg verkauft in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Da wird keine Kriminalität bekämpft, es wird eine neue Kriminalität gemacht. Wer die Jacke anzieht, macht sie strafbar und diese Kriminalität bekämpfen wir jetzt medienwirksam. Aber so dumm. Ja, aber man muss natürlich eins sagen, diese Kriminalität wird nicht geahndet. Es ist ja jetzt so. Und der Clou daran ist, die Polizei hat gar kein Interesse und die Sicherheitsbehörden, dass diese Form von Kriminalität geahndet wird. Man muss nämlich einen Schritt weiter denken. Da werden ab und zu mal Anzeigen geschrieben wegen eines Verstoßes gegen das Kuttenverbot. Die werden alle eingestellt. Es gibt nur zwei Entscheidungen. Es gibt zwei Entscheidungen, das OLG Hamburg und es gibt eine gegenläufige Entscheidung des Landgerichts Bochum und jetzt liegt die Sache beim BGH. Die Gerichte stellen das überwiegend ein, da wird nichts mehr gemacht, da wird keiner mehr verurteilt, ja, weil er die Kutte trägt. Nur, warum wird es trotzdem forciert? Und das meinte ich bei meinem Eingangsstatement mit Auflösung rechtsstaatlicher Bindungen. Denn hier wird ein Verdacht konstruiert. Das heißt, ich habe jetzt einen Anfangsverdacht gegen die Rockergruppierungen aufgrund einer Straftat nach dem Vereinsgesetz, der hat vielleicht verbotene Kennzeichen. Jetzt habe ich einen konkreten Verdacht, ja? Nicht wie der Kollege heute Vormittag gesagt hat, eine abstrakte Gefahr, jetzt habe ich einen konkreten Verdacht. Jetzt kann ich also Angehörige der Rockergruppen durchsuchen wegen eines Anfangsverdachts gegen das Vereinsgesetz und weitere strafprozessuale Maßnahmen treffen. Und ich möchte aber gar nicht irgendwelche verbotene Kennzeichen, Hells Angels Sachen finden. Ich möchte den Zufallsfund erzwingen. Ja, um das geht es. Und deshalb ist es so interessant für die Sicherheitsbehörden, insbesondere in Bayern, die haben sich ja dem angeschlossen. Jetzt habe ich einen Verdacht, der mich auf den Zufallsfund aufmerksam machen kann, durch Durchsuchen, Identitätsfeststellung und so weiter. In Bayern werden überhaupt keine Anzeigen geschrieben.
wegen einem guten Verbot. Der Innenminister stellt sich hin, der unterstützt das Ganze. Warum werden da keine Anzeigen geschrieben? Weil die hätten ja auch gar keine Aussicht auf Erfolg, weil das Bayerische Oberste Landgericht vor 10 Jahren schon gesagt hat, diese guten Verbote sind rechtswidrig, lassen sich nicht, die haben ja anders entschieden als das OLG Hamburg. Ja? Also ist ja auch mal schön, ne? Und wenn sich schon ein bayerischer CSU-Innenminister sagt, wir stützen uns auf das OLG Hamburg, dann ist ja eh schon alles gesagt. Okay, ja, das ist ausgesprochen ungewöhnliches Vorgehen. Ungewöhnliches Vorgehen kann man das wirklich auch nur nennen, was Sie uns gerade geschildert haben. Es trifft dieser Generalverdacht mit all den Konsequenzen, die Sie ja anschaulich dargestellt haben, was man dann alles abfragen darf. Trifft aber nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Rocker, sondern, das haben wir heute Morgen auch schon gehört, auch Fußballfans sind davon betroffen. Dazu tragen Medienberichte bei, oder als diese massiven Ausschreitungen war vor knapp einem halben Jahr beim Champions-League-Spiel Borussia Dortmund gegen Galatasaray Istanbul, wo 21 Anhänger direkt verhaftet worden sind, 700 weitere mal kurz stundenlang festgesetzt worden sind. Die meisten hatten davon übrigens einen Wohnsitz in Deutschland. Das hat natürlich das Bild vom gewaltbereiten Fan geprägt. Dabei ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass gar nicht jeder Fan prügeln will. Jedenfalls kenne ich die nicht alle. Ich habe nebenbei auch mal Sport studiert und kenne ein bisschen Fußball. Dennoch gibt es diese Verbunddatei Gewalttätersport. Herr Dr. Ruch, wie entstand die überhaupt und wer wird darin erfasst und wie viele Menschen sind denn darin schon festgelegt? Ja, vielen Dank. Vielleicht sollte man sich erstmal praktisch vor Augen führen, diese Datei Gewalttätersport, also da sind jetzt ungefähr 13.500 Personen drin gespeichert. Man findet manchmal, je nachdem wo man recherchiert, andere Angaben, die so bei 15.000 oder 17.000 liegen. Das dürften dann aber eher die Anzahl der Einträge sein. Also es gibt, man muss eingetragene Personen und Anzahl von Einträgen auseinanderhalten, also es sind ungefähr 13.500 Personen. Die sind dann zum Teil betroffen von Meldeauflagen oder auch von Ausreiseverboten, also dass sie, wenn Fußballspiele im Ausland stattfinden, eben nicht ausreisen dürfen, oder die von Aufenthaltsverboten betroffen sind. Da kann man natürlich erstmal sagen, gut, das ist ja nicht schlimm, das sind ja immerhin Gewalttätersport, so heißt ja die Datei. Das ist aber nicht so. Das hat auch, oder es gibt eine Entscheidung, einen Beschluss des OVG Münster, das OVG Münster hat sich damit auch recht dezidiert auseinandergesetzt, dass der Begriff Gewalttätersport für diese Verbunddatei, die vom BKA geführt wird, ich komme gleich auf die Rechtsgrundlagen, dass dieser Begriff rechtlich unzutreffend ist, weil man auch schon eingetragen werden kann in diese Datei, wenn man beispielsweise einer Personenkontrolle unterliegt und der Polizeibeamte vor Ort, der hat einen sehr weiten Beurteilungsspielraum und wenn der zu der Prognose kommt, dass diese Person, die kontrolliert wurde, Straftaten, eigentlich müsste das heißen erhebliche Straftaten, aber in der Errichtungsanordnung des BKA ist zum Teil auch nur der Begriff Straftaten. Also wenn der Polizeibeamte vor Ort die Prognose anstellt, dass diese Person, die er kontrolliert hat, Straftaten begehen wird, kann die Person eingetragen werden in die Datei Gewalttätersport. Ist also mitnichten ein Gewalttäter. Also es werden nicht nur Personen eingetragen, die von einem Ermittlungsverfahren betroffen sind, also die beispielsweise eine Körperverletzung begangen haben oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie eine Körperverletzung begangen haben, sondern es werden auch Personen eingetragen, die von präventiven Maßnahmen betroffen wurden. Ich habe gerade schon eine Rechtsgrundlage angesprochen, das ist die Errichtungsanordnung des BKA. Also es steht im BKA-Gesetz, steht in Paragraphen 8 und 9, dass das BKA Daten speichern darf in Verbunddaten, die dann auch die Polizeidienststellen vor Ort, wir haben es ja auch gerade gehört, abfragen können. Und 1991 wurde beschlossen, diese Verbunddatei Sport einzuführen. Die ist dann, meine ich, 1994 in Kraft getreten und beziehungsweise eingeführt worden. Und jahrelang, bis, ich meine, es war 2010, hat man sich nur auf diese Errichtungsanordnung gestützt. Das sind insgesamt sehr, sehr viele Seiten, wie Sie hier sehen. Ich habe die mitgebracht, ich finde das Ende gerade nicht, aber es sind 7 Seiten. Da steht dezidiert drin, was gespeichert werden darf. Da kann auch das Merkmal Rocker, habe ich gerade herausgefunden, kann gespeichert werden. Auch als ich nochmal durchgewertet habe, auch das Merkmal Schuhgröße kann in der Verbunddatei Gewalttätersport gespeichert werden.
Also je größer die Fußgröße, desto wahrscheinlicher die Gewalttat, oder wie? Ja, genau, weil man kann ja auch stärker zutreten dann. Nein, glaube ich nicht. Das hat natürlich was für die Wiedererkennung. Ja, bis 2010, also das BMI hat sich sehr lange auf den Standpunkt gestellt, dass diese Errichtungsanordnung, dass das als Rechtsgrundlage genügt. Und man hat also einfach nur aufgrund der Errichtungsanordnung hat man die Daten gesammelt. Und in den 90ern waren, anfangs waren da noch so 2000 Personen drin gespeichert. Dann waren es irgendwann mal, Ende der 90er waren es 4.000 oder 5.000, und jetzt sind es eben die 13.000. Dagegen wurde geklagt und das Ganze ist bis vor das Bundesverwaltungsgericht gegangen, und da war dann irgendwann für das BMI, also Bundesministerium des Innern, war dann absehbar, dass man unterliegen wird, also dass diese Errichtungsanordnung nicht genügen wird, sondern dass es tatsächlich eine eigene Verordnung braucht, um Daten erheben und Daten speichern zu können. Ja, und als das absehbar war, diese Entscheidung, hat man dann ganz fix im BMI die BKA-Datenverordnung erlassen. Also wir haben jetzt schon, jetzt komme ich dazu, Ihre Frage zu beantworten, also es gibt letztlich drei Rechtsgrundlagen, wenn man so will. Es gibt das BKA-Gesetz, es gibt die BKA-Datenverordnung und es gibt diese Errichtungsanordnung. Naja, und wie ich eben sagte, als absehbar war, dass das Bundesverwaltungsgericht urteilen wird, dass diese ganze jahrelange Praxis rechtswidrig war und dass überhaupt alles rechtswidrig ist, weil man gar keine Datenverordnung hat, hat man sehr schnell im BNI eine BKA-Datenverordnung gestrickt, die dann ohne Diskussion vom Bundesrat auch angenommen wurde. Zwei Tage danach wurde es dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist dann entsprechend am Folgetag in Kraft getreten. Und am Folgetag, also am Tag des Inkrafttretens, fand die mündliche Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht statt. Und weil in der Verwaltungsrechtsprechung oder generell in der Rechtsprechung die Rechtslage am Tag der mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen ist, war eben zu berücksichtigen, dass es eine BKA-Datenverordnung gibt, und dementsprechend war das dann alles rechtswidrig, oder ist es eben rechtswidrig, die Praxis. Das klingt wie das schnellste Gesetz aller Zeiten. Das schnellste Gesetz aller Zeiten, genau. Das wurde mal von Clemens Arzt aus Berlin als zeitgerechte Flurbereinigung beschrieben, was dann da stattfand. Das zu den Rechtsgrundlagen, und das passt auch eigentlich ganz gut unter dem Begriff Generalverdacht, weil Generalverdacht korrespondiert auch immer mit den Rechtsgrundlagen und den Rechtsnormen. Also je unbestimmter die Rechtsnormen sind, desto weniger weiß der Einzelne, weiß der Bürger auch, welches Verhalten er vermeiden muss, um Adressat von Maßnahmen zu werden und um dann hinterher auch in entsprechende Datensammlungen zu gelangen. Und wenn wir drei Rechtsgrundlagen haben, die dann zum Teil seitenlang sind, die eigentlich auch für mich als Jurist zum Teil gar nicht mehr auseinanderhaltbar ist, was jetzt maßgeblich ist, also was im BKA-Gesetz, was in der Datenverordnung, was in der Errichtungsanordnung, dann weiß man gar nicht, was für Maßnahmen man oder was für Verhaltensweise man vermeiden muss, um in den Fokus zu geraten, kann dann eingetragen werden in die Datenverordnung. Wir haben gerade schon was über Speicherfristen gehört, hier sind es dann 5 Jahre. Das Interessante ist auch, wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt wird, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Daten gelöscht werden. Die Daten werden nur gelöscht, wenn aus dem Einstellungsbeschluss hervorgeht, dass man die Tat nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat. Wenn man aber, wenn die Sache aber eingestellt wird, einfach nur, weil es sich eben nicht nachweisen lässt, mangels Tatnachweis, genügt es nicht, zumindest nicht automatisch für eine Löschung dieser Daten. Der Einzelne, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, was Herr Feltes gleich sagen möchte. Ich glaube, Herr Feltes kann noch ganz viel zu ganz vielen Themen sagen. Das denke ich auch. Noch ein paar Sätze dazu. Der Einzelne erfährt gar nicht, dass er eingetragen wird in die Verbunddatei Gewalttätersport. Also er muss erstmal eine Anfrage stellen, ob er denn eingetragen wurde, und kann dann einen Löschantrag stellen. Vielleicht das Letzte noch, weil das ganz gut passt zu dem, was wir morgen gehört haben, zu diesen Gefahrengebieten. So lautet auch der Titel des Beitrags, den Herr Feltes und ich eingereicht haben, also Stadion als Gefahrengebiet. Das Interessante ist, dass sich das ganz, ganz schnell hochschaukeln kann. Das Gefahrengebiet, wir haben es ja auch
gehört, ist auch eine höchst unbestimmte Norm. Der Polizeibeamte vor Ort hat einen riesengroßen Beurteilungsspielraum, kann festlegen, was ein Gefahrengebiet ist. Der Wortlaut der Gesetze gibt es auch her, dass man sogar ad hoc ein Gefahrengebiet festlegen kann. Es gibt keine parlamentarische Kontrolle, keine richterliche Kontrolle. Und in diesem Gefahrengebiet ist dann jeder, der dort sich an diesem Ort aufhält, kann kontrolliert werden. Ja, und wenn ich kontrolliere, haben wir auch gerade gehört, dann finde ich auch irgendwas, was dann natürlich auch leicht zu einem Eintrag in der Datei Gewalttätersport führen kann. Die Datei Gewalttätersport dient dann natürlich wiederum als Beleg dafür, dass wir ein Gefahrengebiet haben, was dann das Gefahrengebiet rechtfertigt. Also die klassische Self-Fulfilling Prophecy. Und sodass sich eigentlich diese ganz und höchst unbestimmten Normen und die ganz unbestimmten Rechtsgrundlagen gegenseitig bedingen, also gegenseitig als Rechtfertigung auch herhalten, dazu führen, dass Bürger eingetragen werden, Adressat belastender Maßnahmen werden und davon möglicherweise gar nichts mitbekommen. Ja, das eingangs dazu. Also wir wissen jetzt, dass 13.000 Sportfans in dieser Datei sind. Damit stehen sie unter Verdacht, Gewalttäter zu sein. Herr Professor Feltes, ich vermute aber, das hat nicht nur Konsequenzen für die, die in der Datei stehen. Ja, vielleicht sage ich mal ganz wenig zu sehr wenig und nicht ganz viel zu vielem. Also nochmal an das anzuschließen, was Andreas Ruch gerade gesagt hat, dank einer kleinen Anfrage einer anderen Partei in Nordrhein-Westfalen, die ebenfalls relativ weit links steht, wissen wir auch jetzt, wie sich diese Datenbestand zusammensetzt. Es sind nämlich etwa 25% tatsächlich eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Gewaltstraftaten. 25% eingeleitete Ermittlungsverfahren. Aus einem anderen Kontext, nämlich werde ich gleich ein bisschen berichten, unsere Untersuchung zum Thema Stadionverbot und Bundeszentralregisterauszüge, wissen wir, dass diese eingeleiteten Ermittlungsverfahren überhaupt nicht bedeuten, dass da irgendwelche Verurteilungen erfolgen. In ganz vielen Fällen werden die Verfahren eingestellt aus ganz verschiedenen Gründen. Okay, solange ich nicht reinbeißen muss, geht das noch. Also 25% Gewaltstraftaten, 25% Landfriedensbruch und jeder, der ein bisschen von Ihnen weiß, wie schnell man in den Fokus eines Landfriedensbruches bei Demonstrationen kommen kann, kann das nachvollziehen. Und 25% Personalinfeststellung, Platzverweis in Gewahrsamsnahmen. Der Rest ist alles Mögliche, Volksverhetzung, Beleidigung und Ähnliches mehr. Das heißt, wir haben hier eine Datei, die eine bunte Mischung für 13.500 Menschen in Deutschland darstellt, die dafür sorgt, dass jedes Wochenende, Michael Gabriel, 13.500 hochgewaltbereite Fußballfans unterwegs sind. Dafür haben wir verdammt wenig Vorfälle in deutschen Stadien und um deutsche Stadien herum. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Und deshalb kann das nicht stimmen, bevor ich Ihre Frage beantworte, vielleicht nochmal ein bisschen den Weg zurück, worüber reden wir eigentlich? Wir reden, das war unser Thema, Stadion als Gefahrengebiet. Und Gefahrengebiete dienen ja polizeilich dazu, bestimmte Kontrollen durchführen zu können. Ich wurde damit erstmals in meiner juristischen Ausbildung konfrontiert. Damals habe ich einen Teil meiner Referendarstation auf St. Pauli, konkreter auf der Davidswache, verbracht. Und da habe ich gelernt, was Gefahrengebiete sind, wofür die gut sind, nämlich für Razzien und für Kontrollen. Und in den Augen vieler Hamburger Bürger war damals St. Pauli ein verruchenes, ein gefährliches und ein höchst problematisches Gebiet. Ich habe mich dort verdammt wohl gefühlt. Es gab auch kaum ein Gebiet, was statistisch betrachtet so sicher war wie die Reeperbahn. Es hat immer wieder mal gewechselt danach. Ich rede von Ende der 1970er Jahre. Damals gab es übrigens auch schon die Rocker-Datei in Hamburg. Hamburg waren die Ersten, die eine Rocker-Datei angefangen haben. Es wäre immer ganz interessant, diese Geschichte nachzuvollziehen. Worauf ich hinaus will, diese Gefahrengebiete, ich habe das mal für das Fußballstadion nachgerechnet, also für den typischen Besucher eines Fußballstadions, der jetzt nicht Anhänger einer Ultra- oder Hooligan-Gruppierung ist, ist die Chance, eben und bei einem Fußballspiel verletzt zu werden, um ein Vielfaches geringer als durch die Teilnahme am Straßenverkehr
oder schlichtweg durch häusliche Gewalt. Das heißt, wir reden hier über einen Bereich, der eigentlich überhaupt nicht tatsächlich Gewalt prävalent ist, der aber als solcher wahrgenommen wird. Und da empfehle ich die heutige Kolumne des Tagesspiegel, die sich mit dem Thema Angst beschäftigt. Der Spiegel hat mal getitelt vor einiger Zeit, die Deutschen fürchten sich zu Tode. Wir leben in der sichersten aller Zeiten. Es war nie in der Historie der Menschheit so sicher zu leben, wie wir es im Moment haben. Aber wir haben die größte Angst überhaupt. Und wir haben die größte Angst zudem noch in Bereichen, und das ist das Merkwürdige dabei, wo wir eigentlich überhaupt keine Angst zu haben bräuchten. Die Gebiete, wo wir Angst haben müssten, da haben wir keine Angst. Das wissen wir aus verschiedenen kriminologischen Studien. Das heißt, wir haben eine ganz merkwürdige Situation, die auch von den Medien, das beschreibt der Tagesspiegelartikel durchaus ganz schön, mit unterstützt wird und die dann eben dazu führt, dass Menschen, die mit einem Stadionverbot belegt sind oder die in der Gewalttäterdatei Sport gelistet sind, Probleme in ihrem Alltagsleben haben. Wir haben das mal konkret auch erlebt, als wir uns mit 9 BVB-Fans, die in Sevilla unter die Räder der dortigen Polizei gekommen waren, näher beschäftigt haben. Die haben fernab jeglicher rechtsstaatlicher Prinzipien dort eine Verurteilung zu einem Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung bekommen, sind dann nach Deutschland zurückgekommen, die Strafe ist eingetragen. Dagegen haben wir alle Rechtsmittel geltend gemacht, die geltend gemacht werden konnten. Die Sache liegt im Moment beim Bundesverfassungsgericht, weil wir dagegen angegangen sind. Und darunter war unter anderem ein Bankmanager. Und der hat uns so ein bisschen berichtet, wie er sich jetzt durch den Alltag hindurchlangwieren muss, um zu vermeiden, dass er bei irgendwelchen Kontrollen, bei Grenzübertritten, bei irgendwelchen Polizeikontrollen tatsächlich in die Datenabfrage hineinkommt. Und das gilt eben auch für die Gewalttäter-Sportdatei, in die man schnell hinein, aber eben ganz langsam erst wieder herauskommt. Und eine Bemerkung vielleicht noch zum Schluss, um vielleicht so ein bisschen wieder zu dem Abstrakten oder Generellen zurückzukommen, was heute Morgen vor diesem Podium diskutiert worden ist. Für mich wäre es wichtig, wenn wir über Generalverdacht reden, zu differenzieren zwischen individuellem Generalverdacht, den Polizeibeamtinnen und Beamte haben. Der hat was mit Sozialisation zu tun. Wie spannend dieses Feld ist, haben wir vor einigen Jahren gesehen, als wir uns damit beschäftigt haben, warum Polizeibeamte extensive Gewalt ausüben. Also wir haben in Fokusgruppeninterviews mit Polizeibeamten versucht herauszufinden, warum wird über die Stränge geschlagen. Da gab es Ergebnisse, die waren ganz spannend, waren bisher vorher überhaupt nicht bekannt, warum eben so etwas passiert. Haben aber uns Aufschlüsse gegeben, wie diese Situation eben auch abläuft. Also da muss man, das ist dann eben auch Racial Profiling, da müssten wir mehr zu wissen. Wir sind da im Moment dran, wir haben versucht und versuchen immer noch ein Forschungsprojekt zu diesen verdachtsunabhängigen Kontrollen zu bekommen oder durchzuführen, um herauszufinden, was treibt denn den einzelnen Polizeibeamten dazu, eben solche Maßnahmen zu ergreifen. Sehr spannend war das, was der Polizeibeamte als Erster heute Morgen in der Diskussion sagte, warum er eben kontrolliert. Es gibt durchaus rational nachvollziehbare Gründe für diesen individuellen Generalverdacht. Davon zu trennen ist das, worüber wir im Moment reden, der strukturelle Generalverdacht, nämlich der Generalverdacht, der in der Strafprozessordnung oder im Polizeirecht quasi verankert ist und der dann durch solche Dateien, über die wir hier reden, eben im Grunde genommen seinen Ausdruck findet. Und das sollte man unterscheiden, weil beides zusammen dann natürlich eine brisante Gemengelage gibt. Wenn diejenigen, die eben quasi einen individuellen Verdacht quasi hegen, dann auch noch auf die strukturellen Möglichkeiten treffen, diesen auszuüben, dann wird es kritisch. Letzte Bemerkung, dass wir tatsächlich über ein Thema reden, was Relevanz auch im Bereich der Kriminalität hat, auch im Bereich der Rockerkriminalität. Also ich kenne die Türsteher-Szene ein bisschen und weiß auch, wie Hells Angels dort vertreten sind. Also man sollte nicht so tun, dass das tatsächlich so ein Gänsenblümchen pflückender Motorradclub ist, sondern da gibt es schon Bereiche, die kritisch sind. Und wir sind an das Thema Stadionverbotler zum Beispiel auch herangegangen mit der Annahme, naja, da werden relativ unbedarft junge Menschen, die zum Stadion, zum Fußballspiel gehen, mit einem solchen Verbot belegt, weil sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren und haben dann mit viel Mühen, mit viel Aufwand uns die bundeszentrale Registerauszüge von knapp 3000 Stadionverbotler, Stand 2012, besorgt. Das war aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwierig, haben die jetzt ausgewertet, die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen
quasi bekannt gegeben werden. Entgegen unserer Erwartung waren 70% der Stern- und Verbotler bereits im Bundeszentralregister eingetragen, wegen einer Vorverurteilung. Das muss man allerdings relativieren und das ist das Schwierige jetzt dabei, das den Medien zu verkaufen. Ich hoffe, es ist niemand im Raum, der das jetzt so eins zu eins nach draußen bringt. Wir wissen nämlich, dass generell, ja gut, Medien gucken sowas nicht, das ist viel zu langweilig für die. Die brauchen eine schnelle Schlagzeile, wenn sie die nicht in 3 Minuten kriegen, gehen sie wieder. Das glaube ich, wissen sie am besten und weiß ich aus eigener Erfahrung auch. Wir wissen kriminologisch, dass das einfach, diese 70% nicht so exorbitant hoch ist, wie das vielleicht auf den ersten Blick klingt, weil wir über eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen reden, die wir in unserem Aufsatz zu dem Thema, der auch demnächst fertig sein wird, versuchen zu differenzieren. Jedenfalls, man muss gucken, über was man redet. Man darf nicht zu sehr ins Extrem in die eine oder in die andere Richtung gehen. Aber man muss die im Auge behalten, die eben ohne Grund, ohne rechtlichen Grund in diese Datenbanken geraten, die in dort in einen Verdacht hineingeraten und dann ganz schwer wieder herauskommen. Auch beim Stadionverbot oder sei es bei der Gewalttäter-Sportdatei haben sie, selbst wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt wird durch die Staatsanwaltschaft, und das ist ja, wie wir wissen, in 70-80% der Fälle der Fall, eine große Chance, dass sie trotzdem in den Dateien drin bleiben. Dankeschön. Also ich hoffe, ich bin in keiner von diesen schrecklichen Dateien. Frau Möller, Sie wollten gerne etwas dazu sagen, was Sie gehört haben. Ja, das will ich gerne machen, weil ich natürlich eingestiegen bin mit einem anderen Punkt beim Thema Generalverdacht. Sozusagen das, was hier scheinbar 3 unterschiedliche Themen sind, irgendwie ja noch vervollständigt. Also diese Grundsatzfrage, kann man etwas gegen den Generalverdacht machen? Die bewegt mich ja doch oder uns hier natürlich weiterhin, nachdem wir jetzt all diese verschiedenen Wege hin zum Generalverdacht ein bisschen ausführlicher diskutiert haben und an einer Stelle gesagt wurde, es gibt sozusagen keine parlamentarische und keine richterliche Kontrolle über das, was die Polizei denn dort verhängt, wenn sie zum Beispiel Gefahrengebiete verhängt, aber natürlich auch, wenn sie aufgrund von Lageerkenntnissen sozusagen einen Generalverdacht gegenüber bestimmten Gruppierungen äußert. Muss ich mal ganz deutlich sagen, so wie die Gesetze im Moment formuliert sind, möchte ich auch gar keine parlamentarische Kontrolle, weil wenn es keine Kriterien gibt, die fest und klar und greifbar sind und überprüfbar sind für mich als Parlament, und das würde ich auch immer gegenüber dem Richtervorbehalt oder der richterlichen Kontrolle sagen wollen, auch eine Richterin oder ein Richter kann doch nur eine Entscheidung treffen aufgrund der Unterlagen, der Kriterien, der Begründungen, die ihm oder ihr vorgelegt werden. Und wenn die so weit gefächert bleiben und so allgemein bleiben, dann kann man diese Verantwortung eigentlich gar nicht übernehmen. Also müssen wir, denke ich, wenn es schon klar ist, dass das ein Instrument der polizeilichen Arbeit in den einzelnen Ländern, aber auch sozusagen bundesweit bleiben wird, dass zum Beispiel bezüglich bestimmter Gruppen oder bestimmter räumlicher, also Gebiete, es einen Generalverdacht gibt, dann müssen wir über Kriterien reden. Wie können die denn eigentlich aussehen? Das war schon mal eine Überleitung in den zweiten Teil, nämlich zum Thema Alternativen. So, ich würde jetzt gerne um 5 Minuten überziehen, damit wenigstens noch 1, 2 Fragen also gestellt werden kann. Und ich bitte, wenn es geht, wirklich um Fragen. Ich komme zu Ihnen. Ich gebe das Mikro einfach nicht aus der Hand. Wer möchte was fragen? Ja. Ich gebe das immer nicht aus der Hand. Ich weiß, Sie möchten eine Frage hören. Claudia Wilger, ich bin Rechtsanwältin und vertrete viele Opfer von Straftaten.
Beamten und kenne mich von daher eigentlich auch aus über die EU-Richtlinien, die eigentlich dann halt auch verlangen, dass gerade Daten ja eigentlich dann auch erhoben werden in einem Datenstaatenberichtsverfahren, eigentlich dann auch münden, um zu zeigen, dass hier auch polizeiliche Arbeit und überhaupt staatliche Arbeit erfolgreich gegen bestimmte Gewaltphänomene hervorgeht. Von daher interessiert mich schon auch die Frage, wie man jetzt eigentlich dann hier sich dieser Aufgabe dann auch stellen möchte, auf der einen Seite verpflichtet zu sein, Daten zu erheben und auf der anderen Seite eben hier aufpassen zu müssen, dass der Generalverdacht sich dann nicht noch weiter ausdehnt. Herr Professor Feltes, Sie sind doch so international unterwegs, das ist doch eine Frage für Sie. Ich glaube, das hat nur bedingt etwas mit internationalen Problemen zu tun, aber das Spannende, was Sie ansprechen, was mir auch heute Morgen schon aufgefallen ist, das Wort Prävention hat inzwischen einen negativen Touch bekommen. Ich bin noch aufgewachsen und habe das auch im Studium gelernt, dass es besser ist, ein Problem zu vermeiden, als hinterher, wenn es aufgetaucht ist, das in irgendeiner Form beseitigen zu wollen. Also die Prävention von Straftaten beispielsweise, die Verhinderung im Vorfeld, hatte einen gewissen positiven Aspekt. Inzwischen sind wir dazu gekommen, aufgrund dieser ganzen Entwicklungen, dass diese präventiven Maßnahmen, so sind sie ja angelegt, auch Herr Münch hat davon ja heute Morgen gesprochen, dass die teilweise eben eine Breite erreicht haben, die im Grunde genommen dann eben tatsächlich problematisch werden und sich in das Gegenteil von dem verkehren, was sie ursprünglich mal gedacht haben. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da genauer hingucken müssten, wo ist ein Verdacht vorhanden, der so konkret ist, dass dann eben entsprechend gespeichert werden kann, gespeichert werden muss und dass polizeiliche Maßnahmen möglich sind. Das ist ja dieses aus dem Polizeirecht wichtige Kriterium des konkreten Verdachtes. Und wo ist es so allgemein, räumlich bezogen oder auf Menschengruppen bezogen, von mir aus eben auch auf Rocker, auch da gibt es ja durchaus auch einige, die eben, sagen wir mal, nicht als sich an den Gewalttaten beteiligen, bei den Fußballfans genauso. Das ist natürlich extrem schwierig abzugrenzen und wenn es dann zu einem Ereignis kommt, wo unter Umständen wie in Köln eine Demo aus dem Ruder läuft und man dann fragt, ja, haben die dann vorher nicht gewusst, was dann nach Köln kommt? Und ich die Frage auch gestellt habe, bitteschön, warum haben die SKBs da nicht angemeldet, was da aus ganz Deutschland nach Köln gezogen ist, zu dieser Veranstaltung. Da ist wieder dann die Frage, ja, warum habt ihr denn nicht genügend gesammelt oder warum habt ihr das, was ihr gesammelt habt, Stichwort NSU, nicht vernünftig verwertet? Also wir bewegen uns in einem extrem schwierigen Bereich da. Herr Professor Gurzbeich, Sie möchten was ergänzen, während ich da hinten hingehe? Ganz kurz dazu. Ich denke, das wird auch in der polizeilichen Arbeit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt bin ich kein Jurist und auch kein Geograf, das kommt noch erschwerend hinzu, aber das sind ja die Daten, die Sie eben angesprochen haben, sind ja Daten, die in einem Verfahren gesammelt werden. Ne? Und das ist datenerhebungstechnisch auch wirklich getrennt bei der Polizei. Das eine ist IGPVP in Nordrhein-Westfalen, da wird dann eben ein Verfahren eingeleitet, dann werden alle möglichen Daten erhoben, wo wohnt der Betroffene oder der Beschuldigte oder was auch immer. Das sind aber andere Daten, als bei Polas dann drinstehen. Also das ist dann zwei verschiedene Paar Schuhe quasi und diese Daten vermischen sich auch nicht. Es sei denn, man ist in Niedersachsen, da werden die dann doch gemischt, aber das ist noch wieder was anderes. Das ist überhaupt nicht transparent, wann eine Mischung der Daten erfolgt. Also ich glaube, wir können generell einen Mangel an Transparenz konstatieren und schon das als einen Baustein für Alternativen nehmen. Sie haben eine Frage. Ja, Dr. Hüttel ist mein Name. Ich habe das Verfahren, von dem Herr Dr. Ruch gerade gesprochen hat, Bundesverwaltungsgericht geführt, und habe sozusagen das schnellste Gesetz aller Zeiten live mitbekommen. Auch die Anfrage vom Innenministerium, ob man den Verhandlungstermin nicht noch mal eine Woche verschieben könne oder zwei Wochen. Das ist aber nicht das Thema. Die Frage ist, die neue Errichtungsanordnung, die dann gekommen ist, mit dem das dann letztlich legalisiert wurde, die habe ich tatsächlich nicht mehr geprüft, weil da waren meine Nerven durch. Frage an Sie und Herrn Professor Feltens, haben Sie sich das noch mal angeguckt? Ja, ich habe mir das angeguckt. Ich war dann auch recht schnell mit den Nerven durch, weil das Gesetze sind,
die in einem Absatz 5 Nummern mit 10 Unterbuchstaben haben und eine Verweisungstechnik, die unsystematisch ist und zumindest das, was ich unter Normenklarheit verstehe, das nicht unbedingt erfüllt. Also ich habe es also geprüft in einem dezidiert juristischen Sinne, ich war ja jetzt auch nicht Beschwerdeführer, das nicht, aber ich kann das verstehen, dass man da, ja, man ist da relativ schnell mit seinem Latein am Ende. Aber interessant, danke für die Zusatzinformationen mit der Terminierung. Das gibt ein Gespräch für die Pause. Hier kommt jetzt die letzte Frage, sonst haben Sie keine Pause zum Reden und das möchte ich doch verhindern. Nein, ich gebe das mit. Paul Schinger, mein Name, guten Abend, guten Tag. Ich beschäftige mich in meiner Promotion mit Sicherheitsbestimmungen bei Großsportevents, Olympia und WM. Und auf Hamburg kommt ja jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall eine Bewerbung zu Olympia zu. Und zu olympischer Sicherheit, um Olympische Spiele zu sichern, gehören ja auch Generalverdachte, Gefahrengebiete, alle diese, auch hat ja auch viel mit Terrorabwehr zu tun. Und da die Frage an Professor Feldes und Herrn Ruch, ob Sie sich vorstellen können, was auf Hamburg dann zukommen würde und vielleicht an Antje Möller, wie man das verhindern kann, wie das vorher immer gelaufen ist. Okay, kurze Antworten bitte. Ja, wir nehmen gerne einen entsprechenden Auftrag entgegen, um für Hamburg eine solche Analyse zu Sie sind einfach geschäftstüchtig. Also, das kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich auf eine Art befangen bin, weil das weiß man ja vielleicht auch, wir ja noch in Verhandlungen mit der SPD im Moment sind, um möglicherweise hier in Hamburg eine Koalition zu beschließen. Also, ich glaube, dass das noch ein sehr dickes Brett werden wird, was da an sicherheitspolitischen Anforderungen auf die Stadt zukommen wird, auch politisch, auch in der Umsetzung natürlich. Und ich glaube auch, dass man sehr sorgfältig, wir werden das als Grüne tun, sehr sorgfältig darauf achtet, ob nicht, ich sag mal so ähnlich wie man das beim Autobahnbau macht und sagt, irgendwann hätten wir sowieso achtspurig ausgebaut und jetzt gibt es sozusagen die Gelegenheit dafür und dann kommt das eben ein bisschen schneller und bleibt auch länger. Das finde ich in Bezug auf die Autobahn, will ich das jetzt nicht kritisieren, das ist nicht mein Thema, aber so etwas möchte ich natürlich nicht in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen. Und gleichzeitig muss man aber wissen, dass das nicht in Hamburg alleine entscheiden entschieden werden wird. Das hat auch etwas damit zu tun, dass man als sich bewerbende Stadt davon ausgeht, dass der Bund die Kosten zum Beispiel für das Sicherheitskonzept übernehmen wird. So scheint das üblich zu sein. Ich kann das nur als Annahme jetzt hier erstmal formulieren. Und gleichzeitig die Gelegenheit, mal das ein oder andere gleich mit. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen, ohne es zu kommentieren. Genau, aber genau das ist natürlich die Frage. Und es kommt hinzu, dass natürlich das IOC auch Anforderungen formulieren wird, wo mir nicht klar ist, welche Beschwerdemacht hat Hamburg denn eigentlich dagegen? Was kann man verweigern? Also das wird ein großes Thema noch werden und wir werden das kritisch und hoffentlich klug im Auge behalten. Schauen Sie sich die letzten Fußball-Weltmeisterschaften in Brasilien und in Südafrika an, was dort geschehen ist, und dann sehen Sie, wer das Sagen hat bei diesen Großereignissen und wer nicht. Also ich kann Hamburg nur davon abraten, diesen Weg weiterzugehen. Ich danke jetzt erst einmal Ihnen, dass Sie so wunderbar zugehört und einige wenige Fragen leider nur stellen konnten. Das wird sich im zweiten Teil ändern. Den Experten danke ich für ihre Stellungnahmen und ich freue mich darauf, dass wir uns um 14:30 Uhr hier wieder treffen. Guten Appetit, schöne Gespräche, bis dann.